muss es immer frisch, feudal und aufwendig sein. Nicht jeder kann sich täglich frische Produkte leisten. Schnell und mit fertigen Produkten, das geht und ist trotzdem auch lecker. Hier zeige ich euch ein Gericht, das schnell geht, lecker und zum Sattessen ist. Ein Gericht für die ganze Familie. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hackbällchen in Champignon-Rahmensoße. Die Hackbällchen sind fertig gekauft, die Rahmensoße machen wir selber, die Champignons sind aus dem Glas. Für 4 bis 6 Personen benötigt ihr 800 Gramm fertige Hackbällchen aus dem Kühlregal, 1 Liter Fleischbrühe, 100 ml Kondensmilch 4%, ein großes Glas geschnittene Champignons, 530 Gramm Füllmenge, 315 Gramm Abtropfgewicht, eine mittelgroße Zwiebel, 3 Esslöffel Butter, 6 Esslöffel Mehl, Salz und Pfeffer. Die Zutaten stehen wie immer unter diesem Video zum Nachlesen. Und los geht's! Die Zwiebeln zunächst schälen und in Würfel schneiden, dann Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin glasig spitzen. Wenn die Zwiebeln glasig sind, fügt ihr das Mehl hinzu und verrührt es mit der Butter. Dann fügt ihr die 100 ml Kondensmilch hinzu. Kondensmilch hat die gleiche Eigenschaft wie Sahne, hat aber viel weniger Fett. Wieder alles gut verrühren und dann fügt ihr nach und nach die Fleischbrühe hinzu. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Wem die Soße jetzt noch zu dick ist, der verrührt entweder etwas Mehl mit Wasser und gibt es hinzu oder nutzt zum Beispiel mein selbstgemachtes Beurre Manier. Beurre Manier ist Butter mit Mehl verrührt und hat den Vorteil, dass die Butter langsam schmilzt und das Mehl ebenfalls langsam freigibt. Währenddessen immer schön im Topf rühren, damit nichts anbrennt. Wie ihr Beurre Manier selber machen könnt, das seht ihr hier oben in diesem Video. Die Soße darf im Übrigen schön dick sein, da ja jetzt noch die Champignons mit dem Saft dazukommen. Die letzten beiden Zutaten sind eben die besagten Champignons und die Hackbällchen. Alles gut verrühren, heiß werden lassen und dann könnt ihr anrichten. Lasst es euch schmecken. Das war's mal wieder von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.